Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. So, dann wollen wir mal. Ja, dann wollen wir mal. Das ist also ein Mantisaurus. Oder was auch immer. Konzernrekrut, Berke, wir gehen mal gucken. Wie so los ist. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Was habt ihr was? Was ist hier passiert? Alarms went off, raps broke loose and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Wer hat hier das Sagen? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Was hast du da draußen gemacht? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Dann wärst du also unser Empfangskomitee gewesen. You'd like to know? Hast du den Notruf abgesetzt? Distress call from here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told. And I was told not to do such. Hmm. Oh, before I forget. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not nicht, like that crap spacer's choice petals. Na gut, wir gucken mal, was hier so. Ah, sie ist Anton, Ward. Awesome. Dann nehmen wir uns mal den hier vor, der ist am nächsten dran. Ein Wissenschaftler. Wir gehen mal Hallo sagen. Ah, Outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Please? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodons? Oh, well. Good luck. Yes. Now, if we got the carbon in here, it's just a matter of... Ah, Orson, you idiot. Just put it... Ah, of course, because I didn't... No, it's really easy. I'll get this. Hallo? Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if we got the carbon in... Merkartig. Seltensam. So, wo war jetzt Anton? Ward. Anton. Das ist hier also die Kommunikationszentrale. So wie es aussieht. Roseway Communication Room. Und ja. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Nein. Yes, yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Unter Kontrolle sieht überhaupt nicht so aus. Was verwirkst du? Was war denn ursprünglich der Grund für die Panik? Für wen hast du mich denn gehalten? Why, one of our attackers, of course. Obviously, they were drawn here in an attempt to make off with my research. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over, regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Denn da was?
One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Aber bitte doch. While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Also Zähne putzen und da nichts mehr essen, oder was? Not just any diet toothpaste. The ultimate diet toothpaste. Und was brauchst du jetzt? Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Schwachköpfe eliminieren, Forschungsunterlagen bestanden, beschaffen, verstanden. Soll ich mich noch um das Reptilienproblem kümmern? Yes, but don't kill the mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. Oh. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. You don't understand. He was my responsibility. All of the people stationed here were, regardless of their thinking on the matter. If he has died, too many have been lost. Too many black marks against my name, and far too much paperwork. Na gut. Wir aktualisieren mal. Suchen in Roseway nach Geheimnissen. Wir haben noch so viel zu tun. Mein Gott. Verbockt haben wir aber noch nichts, Gott sei Dank. Der Lehrerin. Das müssen wir auch noch machen. So, wir machen aber erstmal hier. Wir suchen erstmal die Forschungsunterlagen. Entrance Daten. Wir könnten aber nochmal. Wir gehen mal mit dem nochmal quatschen, ne? If this Jameson is fated to die, it'll be pointless to intervene. Then again, maybe we're fated to save him. Da geht's rein, glaube ich. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Was denn du? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Sure, loyal company fella. That's me. Auntie knows best. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that... I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have... benefits. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Seriously. Captain, I believe he's making enraptured. It's an aphrodisiac. Rapt musk is the main ingredient. What? No? I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch Embargo, the price is sky high, but I'm not making the drug. Sure.
Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Hmm. No, I mean... Nah. In fact, don't mention this to Dr. Crane. At all. Great! This is really gonna save my ass. So, was machen wir jetzt zuerst? How do you suppose that stuff's used? Do you drink it, or is it like perfume? I'm not interested, just curious. Na gut, wir gehen mal wieder raus. Was machen wir jetzt zuerst? If I had to look at those yellow walls all day, I'd make a point to sleep on the roof. Ja, so, wir haben jetzt einmal das, einmal das. Wir gehen erstmal zu ihm. Ja, genau, wir gehen erstmal zu ihm und dann gehen wir da raus. Barhändler entdeckt. Another outlaw? I'm quite sure I've already spoken to your lot. Oh, quite right. My apologies. I did speak to you earlier, didn't I? Alzheimer? What would you like? I am Orson Shaw, Chief Behavioral Scientist. I was brought in to study the Raptodons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped. Hat ja scheinbar sehr gut geklappt. They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Not quite. We are now acutely aware of their weaknesses. Das Bullets hätte the ich dir auch in... Now that may seem like an obvious conclusion, but believe it or not, some creatures' brains are not in their heads. Now, we got the carbon in here. What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Immer mal ein paar wissenschaftliche Tipps, ne? I... Why, yes. I suppose I could. Thanks. Certainly not. But Porter and his goons are busy with the outlaws, and Anton's busy holding his head in his hands. Seems as good a time as any to get a bit of work done. No. Well, yes. Well, no. Nein, ja, vielleicht. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. I found an advanced pistol when we moved here, but it's broken. I need those schematics to modify it to output superheated air. It should quite easily burn through Raptodon hides. Wo ist dieses Lager? South Gate. Follow the road. It'll be on the left, past the old lab. Klar, wir gucken mal. You wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Nein. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Warum wollen mich immer alle an einem Stück wieder sehen? Haben die Angst, dass ich mir in die Luft springe oder was? So, wir haben jetzt erstmal eine Handvoll Tau nichts an. Hier, das war das andere Ding da. Kritische Lösung. Nein, auch nicht. Das. Waffenbaupläne, Forschungsunterlagen. Und die Forschungsunterlagen. Naja, warum auch nicht? Dann gehen wir mal wieder da raus.
So. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Wir haben drei Dinger. Und nur zwei Markierungen, oder? Na gut. Ah, wir sind zur falschen Tür rausgegangen, glaube ich. Den haben wir schon durchsucht. Und hier quer durch die Pampa watschen? 248, das ist näher dran. Okay, da gibt es auch keinen direkten Weg hin. Wir watscheln einfach mal durch die Botanik. Kann man hier Pilze mitnehmen? Nein. Wahrscheinlich zu unfortschrittlich. Sieht aus wie ein alter Wachturm. Wie schön das hier immer noch aussieht. Hier gibt es Kisten. Schlepperabschutzstelle. Hier sie kommen. Den Rest. Geht doch. Wird man hier, will man mal plündern, weißt du? Dann wird man hier gleich beschossen. Dann gibt's doch wohl nicht. Kommen wir denn da hin? Er ist auf jeden Fall ein bisschen kopflos. Und beinlos. Und armlos. Das ist der Pilot. Ne, Banditenangreifer. Pulshammer. Ja, gut. Gibt es hier irgendwas? Und vielleicht. Nein. Na gut. Eins. Wir müssen da hin. Ist hier eine Spitzhacke? Kann man hier Gold abbauen? Nein, wir sind nicht bei Skyrim, glaube ich. Pläne. Dann gehen wir nochmal zu dem. Ich muss erst, ne? Geht gleich weiter. Plünderer Speer. Moment. Any mercy from me. Okay, für den Nahkampf ist die Knarre doch besser. Einer muss hier noch rumwatscheln. Oder auch nicht. Waren hier irgendwie. Sieht irgendwie. Merkwürdig aus. So, wir müssen jetzt dahin, das ist kürzer. Auch wenn wir eigentlich erst zu dem anderen wollten, aber. Danke.
hab doch gerade F gedrückt. Gibt's doch nicht. Das streichen wir. Schnitt. Ich hätte gleich zwischendurch mal speichern sollen. So, wir gehen erstmal da lang, ne? Hatten wir ja gesagt. Okay, das war der falsche Weg. Wir müssen hier lang. Hier gibt es einen Mülleimer. Eine Spieluhr. Warum auch nicht, ne? Da gibt es Pläne und da sind... Habe ich den überhaupt getroffen? Ich glaub's nicht. Oh, einer ohne Fahrschein. Wollte mal das Sturmgewehr probieren. Du hast 320 Schaden, du hast 215 Schaden. Ist aber nur eine Magazinerweiterung, das hat eine Visiererweiterung. Vielleicht sind wir damit ein bisschen genauer. Man weiß es nicht. Könnte eventuell... Arch. Wir sollten vielleicht auch öfter dieses Zeitverlangsamen benutzen. Damit wir eventuell ein bisschen mehr Schaden verteilen, ohne selbst Schaden einzustecken. So, wir können mal gucken hier. Werkbank benutzen. Tüfteln! Was können wir denn tüfteln hier? Sturmgewehr. Schaden plus 2, ja. Da würde ich auf jeden Fall gerne mehr Schaden drauflegen. Da auch. Und da sowieso. Jetzt haben wir hier 131, 153, 58 und 231. Rüstung. Ist das... Eine was? Eine Monolinse? Und reparieren können wir auch gleich noch ein bisschen was. So. So. Dann gehen wir mal. Bayern. Und hinein.
Taste the Freedom. Oh, hier wimmelt's, glaube ich, von Feinden. Okay, Glas können wir nicht kaputt machen. Hier geht's nur durch die Türen. Incoming! Die haut aber ganz schön um sich, ne? Hm? Entschuldigung. Alle ganz schön so ein bisschen was auf die Nase gekriegt hier gerade. Was machen die denn hier? Du hast hier irgendwelche drei Punkte über dir? Achso, das war... Der sieht irgendwie aus, als ob... Naja. Ist nichts dabei. Und du? Du hast einen Säbel dabei. Irgendwelches Fleisch dabei. Wo müssen wir denn? Da irgendwo. ...20 Meter, 11 Meter. Unter uns. Cleanliness isn't much of a priority, I take it. Sieht nicht so aus, nein. Naja. Alles mitnehmen, was wir so finden. Und dann sind wir wieder überladen. Hier geht's nicht durch. Okay. Ich frag nicht. Hier gibt's ein Terminal. Nachrichten. Sicherheitsrelevante Situation. Inventar. Okay. Wenn da Probleme auftreten, Nebenwirkung. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Nein, raus. Wir Gärten wollten wir nicht. Wir wollten irgendwie da in den Keller kommen. Hier geht's nach oben, aber wir wollen doch nach unten. Hier geht's wieder zu den Gärten. Müssen wir erst nach oben und nach unten zu kommen? Oder wie ist das hier? Wie funktioniert das hier genau? Hier liegt auch wieder so ein Viech rum. Ein Roboter Wachposten. Hier geht's. Hier kommen wir wieder dahin, wo wir gerade eben schon mal waren. Geht's auch. Hätte ich mal was bei. Ist ja langweilig. Warte mal. Sollten wir uns vielleicht doch mal so ein Plasmagewehr zulegen und modifizieren? Okay, die Knifte ist gleich leer. Und wir kriegen hier auch keine schwere Munition, so wie es aussieht. Ist jetzt irgendwo ein bisschen schade. Is smaller than a prison cell. Makes me claustrophobic. Ich mache ja Platzangst, ja.
Jetzt haben wir irgendwo gerade was aufgenommen. Ich habe wieder nicht geguckt, was es war. Hier haben wir Munition gerade aufgenommen, glaube ich. Moment. Lagereinrichtungscode. Okay. Laborschlüsselkarte, Erste-Hilfe-Zimmerschlüssel, Logikmodul, Holomantel. Mhm. Captain's Ausweis. Naja, gut. Weiß ich aber immer noch nicht, wie wir da runterkommen. Es muss ja quasi genau hier unter uns sein. Hier waren wir doch überall schon. Das ist wieder der Ausgang. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah. Sehr schön. Waffenkammerprotokolle. Status von bla bla bla, funktionsfähig. Bei Benutzung muss man nicht auf qualifizierten Bananen das Anlagensicherheitsseminar absolvieren. Da derzeit kein qualifizierter Seminarleiter zur Verfügung steht, wird die dauerhafte sichere Verwahrung empfohlen. Okay, Munition, diverses Fehler, Munitionseinträge nicht gefunden. Bitte so bald wie möglich Volkova M kontaktieren und die Aktualisierung der Munitionsanträge anfordern, um eine ausreichende Versorgung des Sicherheitspersonals zu gewährleisten. Okay. Jetzt müssen wir aber trotzdem irgendwie da unten in den Keller kommen. Ja, nehmen wir alles mit. Ist nix. Ah, okay, hier geht's runter. This must be where Mr. Shaw's been working. Sicherheitsrelevante Situation. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen, verdächtige Aktivitäten sind, dem nächsten Anlagensicherheitsingenieur mitzuteilen. Heute sind schon die Zähne mit der und die Strahleweißpaste geputzt. Okay. Okay. Neue. Okay, der aufgeladene Angriff ist aber irgendwie ganz schön langsam. Schwäche gegen Plasma. Du hast in der Vergangenheit zu viele Verbrennungen erlitten, was deine Widerstandsfähigkeit gegen Schaden durch Plasma nachhaltig verringert hat. Machen wir mal das. Jetzt können wir auch demnächst wieder da unten weitermachen. Ach hier. Detaillierte Zeichnung einer hochentwickelten Pistole. Die Änderungen und Kommentare überdecken das Schema, sind aber größtenteils unleserlich, bis auf den Namen Orson Shaw in einer Ecke. Die technische Zeichnung bildet eine von einer Marke namens Force ab. Diese stammt nicht aus der Halcyon-Kolonie, nicht auf den Plänen abzulesen ist, was eine Polygyn-Synchrone eigentlich ist oder tut. Ja. Und wir sind wieder eine Stufe aufgestiegen.
So, damit hätten wir das eine erledigt. Wir können hier wieder ein bisschen hochleveln, machen wir 20. Kannst Spezialangriffe deinen Begleitern. Jo, das klingt gar nicht so schlecht. Verteidigung machen wir nochmal ein bisschen. Fernkampf, Nahkampf und nochmal Fernkampf und nochmal Fernkampf. Und das reicht. Begleiterfähigkeiten. C Begleiterfähigkeit 1, V Begleiterfähigkeit 2. Gucken wir doch mal, was du für Begleiterfähigkeiten hast. Fertigkeiten, Fähigkeiten, Überladung und Vorteile gesund. Ah, okay, das heißt, wir können ihr sagen, mach dich schon mal gesund. Trickschuss. Okay. Okay. So, jetzt haben wir Nummer Uno. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ausfinden. Und dann holen wir uns das nächste, würde ich sagen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder fertig. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.